Also ich anstelle von DICE würde jetzt das frühzeitige Supportende von Battlefield 5 bekannt geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt noch Sinn macht, wenn alles immer weiter verschoben oder abgesagt wird. Man darf dabei aber auch nicht außer Acht lassen, was hier für eine Nummer Image-Schaden stattfindet. Egal was aber jetzt passiert, es bleibt auf jeden Fall dennoch weiterhin spannend. Yo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin euer KDG Chris und heute geht es wieder um Battlefield 5. Wie es bereits mein YouTube-Kollege gesagt hat, der Goldpriester, läuft Battlefield 5 momentan Richtung Selbstzerstörung. Selbstzerstörungssequenz einleiten. Was können wir als Community dagegen tun und was müssen wir ertragen und akzeptieren, das besprechen wir in diesem Video. Ihr habt es sicherlich schon mitbekommen, Battlefield 5 wird kein Free Double XP bekommen. Das bestätigt ein Dev-Mitarbeiter bei Reddit. Es handelt sich hierbei um eine neue Mechanik, die bislang noch nicht in Battlefield verbaut wurde. Somit verhindert dieses System, Double XP einzuschalten in Battlefield 5. Als gute Nachricht für alle Leute da draußen, die andere Battlefield-Teile spielen, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield Hardline und Battlefield 1 haben momentan aktuelles Double XP. Also Leute, leveln, was das Zeug hält. In meinen anderen Videos habe ich bereits schon erzählt, dass die Maps momentan das größte Problem sind in Battlefield 5. Der Mangel daran ist extrem und man spürt ihn auch. Aber bevor wir darüber reden, was ist eigentlich auch mit Community Events oder Firestorm, dem Battle Royale Modus für Battlefield 5? Hier gebe ich einen kleinen Tipp an den Entwicklern, tut doch einfach Firestorm Battle Royale kostenlos rausbringen für alle Spieler ohne die Vollversion von Battlefield 5 sowie Warzone Call of Duty Modern Warfare. Damit würde man nicht direkt den Multiplayer helfen von Battlefield 5, aber würde auf jeden Fall genug Spielerzahlen wieder zurückzubringen zu Battlefield 5, was Battlefield 5 auch momentan braucht. Dann könnte man natürlich auch Community Events reinmachen, wie zum Beispiel tut so viel und so viel Kills machen für eine bestimmte Waffe. Das gab es ja schon einmal in Battlefield 5. Seitdem leider nicht mehr, in Battlefield 1 häufiger, wie zum Beispiel töte 100.000 Spieler als Community oder 1 Million Spieler und dann kriegt er ein FNB-Dogtag. Das wäre zum Beispiel auch Support für die Community und das würde ein bisschen die Motivation steigern, dieses Spiel zu spielen. Und damit kommen wir wieder zurück auf die Maps. Maps ist einer der wichtigen Faktoren in einem Ego-Shooter-Spiel, vor allem wie im Battlefield. Die Maps sorgen dafür, dass Abwechslung gesorgt ist und natürlich immer was zu Neues zu entdecken ist. Und ich bin einfach dafür, dass es natürlich Premium wieder zurückkommt in Battlefield 2021, wie es auch mal heißen mag, aber da scheiden sich natürlich die Meinungen. Hätten wir Premium, müsste ich sagen, würden wir diese Diskussion und solche Art von Videos auf YouTube nicht sehen. Aber lassen wir das mal. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Problem, dass wir momentan zu wenig Maps haben. Wir haben ein paar Maps bekommen, wie Panzerstorm, Merkur, Solomon und andere Pazifik-Karten, die ich jetzt im Kopf nicht weiß. Und die sind auch natürlich gut designt und machen auch Spaß. Aber sie sind immer noch zu wenig und sie müssten abwechslungsreich sein und immer wieder in einen Zyklus kommen. Das meine ich so, zum Beispiel, dass immer in den nächsten 3 bis 4 Monaten 2 Multiplayer-Karten rauskommen. Dann wieder in den nächsten 2 Monaten 2 bis 3 Multiplayer-Karten rauskommen, dann wieder in 3 Monaten vielleicht 1 Multiplayer-Karte und eine Community-Event. Das wird dazu führen, dass das Spiel am Leben bleibt und immer Abwechslung geboten ist für die Spieler da draußen. Ihr habt sicherlich mitbekommen da draußen, es gab jetzt ein neues Easter Egg bei Battlefield 5 auf einer Pazifik-Karte. Und dieses Easter Egg gibt wieder einen kleinen Tipp auf Bad Company. Und zwar bei Bad Company 2, bei der Kampagne, konnte man mit einem U-Boot abhauen beim Outro und man hat hinten dran eine Sirene gehört, die level ich jetzt hier ein. Diese Sirene ist eine Atomsirene und in der Kampagne von Bad Company 2 ist die Atombombe explodiert. Klar, es könnte ein kleiner Hinweis sein, vielleicht auf das nächste Battlefield, vielleicht wird es doch Bad Company 3, ich weiß, ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster und das sind nur Spekulationen, aber es ist immer noch meine Hoffnung, dass das nächste Battlefield ein Bad Company 3 wird, das heißt Modern Warfare Setting und ein extrem gutes Battlefield, gut designtes Battlefield und auch natürlich gut durchdachtes Battlefield. Und klar, es gibt da draußen die Leute, die ich nicht verstehe, und zwar, wenn man Kommentare schreibt, man freut sich auf das nächste Battlefield oder man schreibt aus natürlich absichtlichen Gründen Battlefield 5 ist RIP, dann schreiben immer Leute dir, ja, du hast doch keine Ahnung von Battlefield, ich spiele schon länger als du Battlefield, Neulinge haben nichts zu sagen
Goldpriester. The Bad Company 3 wird es nicht. Das nächste Battlefield wird genauso schlecht wie Battlefield 5. Bla bla bla. Ihr da draußen könnt doch jetzt nicht alle anderen Battlefield-Teile kaputt flamen. Die werden schlechter und schlechter und schlechter. Nur weil Battlefield 5 nicht das Battlefield-Teil war, wo ihr euch erhofft habt. Klar, ich war auch enttäuscht über Battlefield 5. Aber es ist jetzt so, wie es ist. Und man muss das Beste aus diesen Situationen machen. Ihr müsst auf jeden Fall auch den Entwicklern eine zweite Chance geben, das nächste Battlefield gut zu entwickeln zu lassen. Und nicht die ganze Zeit sie tot zu flamen, dass das nächste Battlefield scheiße wird. Weil ihr müsst euch mal in die Situation reinsetzen. Seid ihr die Entwickler und seid am Arbeitsplatz und ihr freut euch, das nächste Battlefield zu entwickeln. Ihr gebt euch Mühe, das nächste Battlefield so gut wie möglich zu entwickeln, dass jeder zufrieden ist. Aber ihr hört die ganze Zeit im Internet, ja, das nächste Battlefield wird scheiße. Die Entwickler haben doch keine Ahnung. Sind das nur Dullis, die dort arbeiten? Also, ich würde da keine Motivation mehr finden, dieses Spiel dann weiterzuentwickeln. Klar, die verdienen ihr Geld daran, aber trotzdem freust du dich als Entwickler, wenn du draußen positives Feedback hörst. Also Leute, ich hoffe, ihr gebt den DICE-Entwickler jetzt eine neue Chance, eine neue Sicht auf das nächste Battlefield und gebt ihnen Zeit und vergib ihnen, dass sie diese Schuld gemacht haben mit Battlefield 5 und sie werden diese Schuld auch ausgleichen. Man darf aber auch hier in dem Punkt nicht vergessen, dass EA eigentlich auch haupt dran schuld ist, dass die Battlefield-Teile so schlecht sind, wie sie sind. Und zwar tut sagen EA, hey, ich möchte dieses Spiel in 2 Jahren draußen haben und DICE muss ich leider in diesen Faktor dann reinhalten, auch wenn das Spiel unfertig ist, siehe Battlefield 4 Alpha und Beta. Da wussten die DICE-Entwickler ganz genau, dass das Spiel unfertig ist, aber sie mussten es unfertig rausbringen, weil EA es so wollte. Wollen würde ich auch gerne, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt für dieses Video, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten, wenn du neu bist, ein Abo würde mir auch gut tun. Ich würde mich gern freuen, wenn ich mal meine 1000 Abonnenten erreicht habe. Damit würdest du mir echt helfen. Ansonsten schreibt doch unter dieses Video einen Kommentar über dieses Thema. Was haltet ihr momentan davon mit Battlefield 5 Situation und mit dem nächsten Battlefield, wie seht ihr die ganze Sache? Ansonsten schaut doch noch links und rechts bei meinen anderen Videos vorbei und schaut noch bei meinem YouTube-Kollegen Goldpriester vorbei. Er bringt auch regelmäßig Battlefield-Videos raus und lasst auch bei ihm ein Abo da. Ansonsten haut rein, Leute. Ciao.